Österreicher haben die Ruhe, die Dinge reifen zu lassen. Deshalb ist auch unser Essen so gut. Das Geheimrezept? Nur nicht hudeln. Die meisten Dinge brauchen Zeit, damit sie richtig gut werden können. Die Natur beeilt sich auch nicht. Deshalb heißt es nicht Österreichs schnellstes, sondern Österreichs bestes Bier. Gut, besser, gösser. Angenehm warm, mit viel Badespaß in der Aqualux-Therme von Vonsdorf. Es gibt Rutschen, das Wasser ist warm, draußen ist es auch verschärend groß. Auf 3 Ebenen mit insgesamt 900 Quadratmeter Wasserfläche bietet die Aqualux-Therme Vonsdorf Erlebniswelten. Für Eltern und Kinder eine Rückzugsoase, für Ruhe- und Wellnessbegeisterte finden Sie in der Aqualux-Therme ebenso. Auch die Gastronomie lässt keine Wünsche offen und sorgt, dass der Thermenaufenthalt zu einem Rundum-Erlebnis wird. Herzlich willkommen in der Therme Aqualux. Bei 36 Grad warmen Wasser planschen macht richtig Spaß. Aqualux-Therme Vonsdorf. Besten Geschmack gibt's jetzt auch alkoholfrei. Vollmundig, natürlich trüb. Gösser Naturgold. Echter Biergenuss zu jeder Tageszeit. Die Firma Juri ist ein Unternehmen der Rohrer Group mit Sitz in Nickersdorf bei Leoben und ist spezialisiert auf Industriereinigung, industrieller Gerüstbau, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandtechnik-Isolierungen. All diese Leistungen bietet Firma Juri Industrie- und Privatkunden an. Juri, der Partner in der Umwelttechnik mit Standort in Nickersdorf. Unser Schlagerspiel der Runde kommt wieder aus der Oberliga Nord. Das ist ja die Liga mit den vielen Derbys. Vorige Woche haben wir den Titelaspiranten Kindberg in Dimlach auf die Beine geschaut. Und diesmal ist wieder ein Titelaspirant dran, der SC Bruck. Und der SC Bruck, der trifft auf Trofeiach. Und das wird sicher ein heißes Spiel. Und das schauen wir uns gemeinsam an. Beide Teams gehen mit großer Erwartung in dieses Match. Bei den Bruckern geben Philipp Gröblinger, die Sekic-Brüder sowie Marco Bignetter die Heimpremier. Bruck in Gelb-Blau hat Ankick. Spielleiter heute Gerd Adanitsch, ein Mann mit Bundesliga-Vergangenheit. Die Trofeiacher versuchen es in Minute 2 mit gefährlichem Vorstoß. Gröblinger eilt aus dem Tor und unterbindet mit entgegenwerfendem Gästeangriff. Gröblinger bleibt liegen, wird ein bisschen angeschlagen, kann aber weitermachen. In Minute 15 nach Bruckangriff geht im Trofeiach-Strafraum Sascha Haab zu Boden. Trofeiachs Torhüter Ruprecht zog die Bremse, bekommt Rot und Elfmeter gibt's obendrein für Bruck. Rexi, der Ersatztormann der Gäste, kommt ins Spiel. Mario Fratzl muss als Feldspieler vom Feld für Rexi Platz machen. Igor Sekic tritt an und verwandelt den Elfer für Bruck sicher zum 1:0. Bruck will mehr. Toller Spielaufbau. Flanke von rechts auf Haab, der übernimmt Volley. Rexi pariert das super mit Parade. Die Heimischen starten ein Angriffsfeuerwerk, kommen dazu einer Doppelchance. Rexi im Gästetor verhindert, hält die Gäste im Spiel. Die Trofeiacher kommen nur sporadisch in Brucker Tornähe. Die Brucker Neuerwerbung, der Blondschopf Marco Bignetter, vernascht im Trofeiach-Strafraum ein paar Gegenspieler, spielt auf Haab auf. Haab vergibt da diesen guten Sitzer. Das war's mit Hälfte 1. Mit der 1:0 Bruckführung geht's in die Halbzeit. Ein österreichischer Teamspieler spielt in Deutschland mit der Rückennummer 10 die erste Geige, wenn Suchinto im Mittelfeld. Von Werder Bremen in Janusovic. Das ist richtig. Und wie oft hat der Zlatko im Nationalteam gespielt in Österreich? 27 Mal. Das ist ja perfekt. Weißt du vielleicht auch, wie viele Tore er gemacht hat? Circa 4. Ja, und wo ist denn der Zlatko Janusovic groß geworden in Österreich? Was war der erste Verein? Den Club gibt es, glaube ich, nicht mehr, nicht? GAK. Ja, und du hast die Fragen richtig beantwortet. Ich darf gratulieren, du gewinnst 2 Thermenkarten der Therme Aqualux Vonsdorf. Gratulation. Super, danke.
auf zur zweiten Spielhälfte. Bei Bignetter gibt es keine Anpassungsschwierigkeiten im Brugger Team. Mit den Neuerwerbungen haben die Brugger sicher an Qualität gewonnen, vor allem spielerisch. Die Brugger gehen fahrlässig mit den Torchancen um, aber im zweiten Versuch klappt's. Drashan Sekic drückt ein zum 2:0 für Brugg. Für Brugg schaut's nun gut aus. Der schnelle Marc Riegel gibt da ordentlich Gas, entblößt die Gästeabwehr. Der Riegel-Stangelpass kann entschärft werden. Flotte Partie bisher von beiden Teams, guter Offensivfußball. Die Gäste lassen den Bruckern zu viel Platz zum Kombinieren, da können sich die Brugger so richtig austoben. Nach Trofeiach Rückpass passiert Torhüter Rexi ein Hoppala. Die Folge, das 3:0 für Brugg durch Drashan Sekic. Ein Geschenk der Trofeiacher. Jetzt geht Schlag auf Schlag. Mit Mithilfe der Gäste macht Sekic den Hattrick, das 4:0. Und zu guter Letzt als Draufgabe legen die Brugger noch einmal nach. Kudleser macht das 5:0 und das ist der Endstand. Brugg schlägt Trofeiach mit 5:0. Am kommenden Sonntag um 10.15 Uhr, da können die Brugger in Dimlach gegen Rapid Kapfenberg ihre Spielstärke unter Beweis stellen. Die Stimmen zum Spiel. Im Brugger Muinzlstadion gab es die Sekic-Festspiele, 4 Sekic-Tore, 3 hast du gemacht, einen Hattrick in der zweiten Halbzeit. Wie ist da das Gefühl? Ein sehr schönes Gefühl. Ich sage einmal, wenn man die erste Halbzeit auch nur die Tore geschossen hätten, hätte es, glaube ich, mehr ausgegangen, wie 5:0 oder so. Aber man hat heute gesehen, die Mannschaft hat wirklich sehr viel Qualität. Spielerisch waren da schon ein paar Gusterstückerl drinnen vom Spielaufbau her. Ja, sehr schön, das muss ich sagen. Ein paar Mal haben wir wirklich, das erste Tor war ein Traum, muss ich sagen, was wir gespielt haben. Und ja, wenn es so weitergeht, also haben wir vor gar keinen Gegner Angst. Also. Nächste Woche wartet ja wieder ein starker Prüfstein. Da gibt es ja das Derby gegen Rapid Kapfenberg auswärts. Kurz dazu. Ja, ich habe gehört nur, dass die sehr jungen Burschen also technisch gut sind und sehr schnell am Ball und so alles. Also ich sage, wenn wir uns einhauen wie heute und so alles, wird es, glaube ich, kein Problem sein, dass wir da punkten, also 3 Punkte. Und das Gesamtziel natürlich der Aufstieg in die Landesliga. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist noch Zeltweg und Kindberg dabei und also wir würden schon vorne mitspielen. Also unser Ziel ist also, dass wir vorne mitspielen. Also ob es klappt mit dem Meisterstück oder nicht, schauen wir mal. Marco Allmannsdorfer, der Trofeiach, ist es natürlich ein bisschen enttäuscht nach der 5:0-Niederlage. Ja, man muss sagen, wir haben am Anfang versucht, Brugg also nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das Problem war dann der frühe Ausschluss, also der Elfmeter gleich dazu. Dann haben wir eins noch hinten, einmal weniger. Dann hat Brugg einfach das Spiel in die Hand genommen, andere Qualitäten einfach bestens ausgespielt. Und haben uns dann letztendlich mit 5 Toren doch abgefertigt. Also Gratulation an Brugg, verdiente Leistung und alles Gute für die Saison. Und jetzt wartet im Heimspiel nächste Woche natürlich Trofeiach auf Krieglach und da soll ein Dreier her. Ja, auf jeden Fall. Vor allem in den letzten Saisonen haben wir bewiesen, dass wir heimstark sind. Und letzte Woche in Knittelfeld der Heimsieg. Also die Heimserie möchten wir auf jeden Fall fortsetzen. Und Krieglach kann sich schon mal warm ansehen.